Ja, willkommen zum zweiten Teil der vierten Mission. Übrigens, man sieht das auch immer ganz schön, dass das hier oben nochmal erwähnt ist, welche Mission wir gerade spielen. So, wir haben das erste Flugzeug in der letzten Folge fertig gemacht und ja, haben jetzt noch das zweite vor uns mit Beladen, Enteisen, Vorräte auffüllen und das Flugzeug zu schleppen. Dementsprechend werden wir uns jetzt mal auf den Weg begeben. Ihr seht, wir haben auch schon 1.720 von 2.200 Dollar hier oben erwirtschaftet, erarbeitet. So, jetzt kommt wieder meine Lieblingsdisziplin, nämlich das Enteisen des Flugzeuges. Irgendwie ist das eine Sache, die ja mir so gar nicht liegt. Oder ich stelle mich einfach nur jedes Mal viel zu blöd an. So, diesmal machen wir es aber so: Wir werden direkt auf der Rückseite des Fliegers anfangen, denn vorne haben wir doch irgendwie die Tragflächen zu sehr im Weg. So, da haben wir schon einiges zu tun. Und der Tankwagen. Oh, den habe ich ja auch noch da. Okay, da müssen wir aufpassen mit dem Tankwagen. Gut, packen wir in Position, werden das Ding mal ausfahren. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir hier direkt. Jo. Oh, das haben wir gut. Diesmal habe ich einen guten Punkt getroffen. So, da haben wir jetzt auch schon die erste Seite fast fertig. Das geht richtig gut. Nee, halt. So, ja, ich und Steuerung. Doch, so rum und nach vorne. Und dann gucken wir, wie wir weitergehen. So. Aber viel mehr geht jetzt auch nicht von der Position. Das heißt, wir müssen hier noch ein Stück vorfahren. So. Und jetzt sollten wir den Rest hinkriegen. Ja, also das Enteisen, wie gesagt, ist nicht so meine Glanzdisziplin. Irgendwie sehe ich jetzt hier, dass wir doch noch mal anders fahren müssen. Mal ein Stückchen da rein. So, sollte jetzt passen. Da kommen wir jetzt immer noch nicht hin, oder was? Ah, nee, ey. Mal ein Stückchen vor. Bitte nur das eine Eckchen da noch. Tatsächlich. Ja, jetzt haben wir es geschafft. 50%. Wunderbar. So, ja, das kostet irgendwie immer am meisten Zeit. Ein Pylon umgefahren. Nein. So. Naja gut, ob man das in Wirklichkeit auch so machen würde, ist jetzt die Frage, weil ich habe jetzt einfach mal den Transportkorb oben gelassen. Und ja. Gut, so, wir sind wieder am Flieger. Ich glaube, normalerweise würde man den doch eher erstmal einfahren zum Transport. Sonst wird es dem Kerl da oben drauf bestimmt super schwindelig. So, einmal gucken, wie weit wir hier drüben hinkommen. So, aber mit diesem, ja, ich sag mal, Halbkreisverfahren klappt das, glaube ich, ganz gut. So, jetzt müssen wir ein Stückchen zurückfahren. Gleich wieder fixieren und weiter geht's. So, ja, wir haben es gleich geschafft. Juhu, 92%. Da fehlt nicht mehr allzu viel. So, bleiben wir gerade so stehen. Ich denke mal, damit sollten wir doch eine gute Position haben. Ja, enteist ist er. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch vor uns die Vorräte auffüllen und das Beladen. Außerdem müssen wir natürlich den Tankwagen auch noch wegfahren. So, aber wir müssen natürlich auch die Maschine hier noch aus dem, ja, Taxi-Bereich rausfahren. Sonst können wir den nicht pullen nachher.
So, also als erstes den Tankwagen noch wegfahren, dass wir den auch gleich aus dem Kreuz haben. Und dann holen wir uns gleich das Catering-Fahrzeug. So, den stellen wir mit hier neben dran. Machen hier aber Licht wieder aus. Sonst ist die Fahrzeugbatterie irgendwie gleich leer. So, jetzt haben wir als nächstes den Catering-Wagen und wir haben aber zwei Catering-Fahrzeuge. So. Ah, nein, nicht gut. Oh, an G8 rollt jetzt auch noch ein Flieger an. Ich hoffe, den müssen wir nicht auch noch machen. Weil dann wird's richtig eng, wenn wir das auch noch vor uns haben. So, und den gleich hoch. So, den lassen wir andocken und holen uns gleich hier. Halt, das ist der falsche. Genau, den da möchte ich gern. So, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Gepäck holen. Ist eigentlich auch komisch. Der kommt an und wir müssen Gepäck einladen. Also ich dachte immer, das wäre umgekehrt. Aber gut, okay, da habe ich mich das letzte Mal ja auch schon so ein bisschen gewundert. So. Die zwei beladen wir noch. Und dann fahren wir gleich rüber zu unserem Flieger. Und danach müssen wir den Fl Flieger nur noch. Den Fla-Flieger, ja. Sortieren wir mal die Worte. Danach müssen wir das Flugzeug nur noch rauspullen. Und dann haben wir es geschafft. So, aber ich komme jetzt hier nicht weiter, weil der Cateringwagen im Weg steht. Da werden wir den gleich mal hier. Was heißt hier immer Vorsicht? Ich bin doch ganz sauber da dran vorbeigefahren. So, den stellen wir mal hier neben dran. Und wo sind wir? Da sind wir. Wir werden jetzt unser Gepäck hier noch verladen. So, einmal andocken. Und das Ganze dann dementsprechend mal rausfahren. So, wechseln auf den richtigen Frachtlader. Genau. So, hoch damit. So, Nummer 1 ist erledigt. Fahren wir ein Stückchen vor, lassen den zweiten andocken und schieben dementsprechend auch da noch die Fracht rein. Dann haben wir das auch erledigt. Sehr gut. Ah, nein, der falsche. Der falsche. Das ist der richtige. Genau. So, das ist geschafft. Jetzt müssen wir natürlich wieder die Fahrzeuge aus dem Weg herausfahren hier. Genauso wie hier unseren Frachtlader. Mit 50, mit 60, 65 km/h rückwärts. Das ist auch mal eine schicke Geschichte. So, und jetzt brauchen wir einen Puller. Da haben wir zum Glück hier noch den zweiten. Und ja. Taxiway ist frei. Müssten wir also eigentlich jetzt direkt rauspushen können. Also ihr seht, wir haben nur noch 10 Minuten übrig. Das geht also doch langsam ganz schön ans Zeitlimit. Und ja, es sieht also auch so aus, als ob wir dann die nächsten Folgen immer so als Zweiteiler machen müssen, weil das wird dann doch ein bisschen zu lang, finde ich. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Da habt ihr wenigstens wieder etwas mehr zum Gucken. Und wir sind nicht ganz so schnell mit den Videos wieder durch. Wieso kann ich den jetzt nicht, okay. Wieso kann ich den jetzt nicht schleppen, bitte? Das verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Ich habe doch alles erledigt. Ah, ich bin etwas nebendran. Da ist er. Achso, es befinden sich noch Fahrzeuge auf der Taxistrecke. Wo habe ich denn wieder vergessen, einen rauszufahren? Ach, Fahrzeuge auf der Taxi. Ja, es befinden sich noch Fahrzeuge auf der Taxistrecke. So. Jetzt haben wir es geschafft, da war eben noch so ein komisches Fliegerchen im Weg. So, und jetzt müssen wir 54 Meter pullen.
Das ist ein ganz schönes Stück. Denn wir müssen da hinten rechts in dieses... Oh, ich kann nur ranzoomen, leider nicht rauszoomen. Oh, sieht aber auch mal interessant aus, aus der Fahrerperspektive. So, aber irgendwo hänge ich doch jetzt gerade. So, jetzt kommen wir unserem Ziel näher. Jetzt muss ich den nur noch im richtigen Winkel da reinbuxieren. Aber auch das ist ja natürlich für uns mittlerweile geprofite. Was erzähle ich denn heute für einen Schrott? Für uns gedrillte und gebriefte Pusher ist da doch gar kein Problem. So. Der Winkel stimmt. Jetzt nur noch die 18 Meter zurück und dann haben wir es geschafft. Dann dürfen wir wahrscheinlich nur noch unser Fahrzeug hier aus dem Bereich rausfahren, damit der Flieger seinen Platz hat. Noch 6 Meter und dann sind wir am Ziel. Ja, wir haben es geschafft. Mission accomplished. Fertig. Super. Jo, Zeitbonus sind auch ein bisschen. Gesamtgewinn 3500. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, das haben wir jetzt geschafft. Die Mission 4 ist erledigt. Und jo, jetzt müssen wir noch ein Upgrade holen. Wir müssen unbedingt noch upgraden. Und zwar haben die aus der Enteisungsmaschine gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt spielrelevant ist, aber nun gut, dann werden wir eben die Enteisungsmaschine zuerst mal upgraden. So, 1942 Dollar haben wir noch übrig. Okay, also die Arbeitseffizienz ist jetzt hochgepusht. Die nächste Mission bedeutet, weitere Jumbo-Jets landen. Es wird Zeit, ein Upgrade für dein Fahrzeug zu erwerben. So, da gucken wir mal ganz kurz rein, was uns da jetzt in der nächsten Folge erwartet. Bis jetzt sieht man noch gar nichts. Okay, da sind einige Flieger unterwegs. Enteisungsfahrzeug haben wir, wie gesagt, verbessert. So, aber... Finger 4 läuft einer ein. Das dürfte hier hinten der Jumbo sein, genau. Und am Finger 9 hier unten läuft auch noch einer ein. Das sind wieder zwei Stück. Okay. Und was haben wir hier alles vor? Och, und wieder enteisen. Da war es ja gut, dass wir wirklich da die Arbeitseffizienz der Maschinen hochgepusht haben. Gut, 40 Minuten Zeit, das bedeutet dementsprechend, dass wir natürlich wieder dann über zwei Folgen arbeiten müssen, weil ihr seht, es wird langsam immer aufwendiger. Aber ich freue mich auch schon auf die nächste Mission. Wir können natürlich dann auch wieder upgraden und alles, was dazugehört. Jo, Mission 4 ist fertig, die haben wir geschafft. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Servus und Tschüss.